James Bond, super Typ. Ich war Riesenfan als Kind und bin eigentlich immer noch James Bond-Fan. Heute suche ich mir aber tatsächlich hier und da mal andere Helden, realistische Helden, ne? aus der echten, richtigen Realität. Das finde ich toll. Und einer davon, der ist heute hier. Also, was mich sehr freut, dass er heute hier hingekommen ist. Er ist 14 Jahre alt. 14 Jahre alt und ein absolut sensationeller Comedian. Er kam aus dem Nichts. Er erschien bei YouTube und vielen Leuten fiel die Kinnlade runter. Millionen Klicks später ist er ein Superstar, der noch nie im deutschen Fernsehen war. Bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ich freue mich sehr auf den Comedian Karl Josef. Dankeschön, Dankeschön. Ja, mein Name ist Karl Josef und ich sehe es euch an. Ihr fragt euch jetzt natürlich alle dasselbe. Und klar, ich muss es ansprechen. Und ja, mittlerweile bin ich nicht mehr Single. Ja, die Zeitungen sagen, dass ich 6 Freundinnen habe. Und ich kann nur eins dazu sagen, das ist eine dreiste Lüge. Es sind mittlerweile 7. Lässt sich halt nicht vermeiden, wenn man famous. Aber Spaß beiseite, ich sitze im Rollstuhl und ich bin auch schon im Rollstuhl zur Welt gekommen. Es war nicht leicht für meine Mutter, denn den Rollstuhl konnte man nicht klappen. Beim Ultraschallbild war auch das Lustige, man sah einen Matchbox-Rollstuhl. Kurz vorab wollte ich sagen, ihr dürft ruhig lachen, denn ich hasse es, wenn Leute Mitleid mit mir haben. Gut, außer es ist eine gut aussehende Frau. Denn dann huste ich extra viel. Und extra laut. Ja, ich hatte ein bisschen Angst aufzutreten, habe ich eigentlich immer, weil ich mich frage, was ist, wenn ich nicht lustig sein werde? Und ich habe mir jetzt vorgenommen, wenn ich heute nicht lustig sein werde, schiebe ich es einfach auf meine Behinderung. Ja, oder auf meine Erziehung. Mein Dad ist heute im Publikum, gibt also ihm die Verantwortung. Ja, ich glaube, ihr könnt es alle sehen. Ich habe eine körperliche Behinderung. Keine Sorge, nicht geistig, denn die hat schon meine 19-jährige Schwester. Ja, um genau zu sein, ich habe Muskeldystrophie Duchenne. Und ja, durch die Krankheit bauen sich meine Muskeln immer weiter ab. Es ist also so ein bisschen wie bei euch. Bei euch heißt es Netflix. Ja, dazu habe ich eine Wirbelsäulenverkrümmung. Das kommt bei euch dann durch Instagram. Und ja, ungefähr jeder 5000. Junge hat diese Krankheit. Es ist also ungefähr genauso selten wie die Fähigkeit bei Männern zu Multitasking. Ja, wir können ja mal über meinen Namen reden, Karl Josef. Meine Eltern wollten mich nach meinen Urgroßvätern benennen, allerdings mit einem C geschrieben, denn sie wollen ja modern bleiben. Ich habe mitbekommen, der modernste Name für Neugeborene in Großstädten ist Mohammed. Ja gut, so modern waren meine Eltern dann auch nicht. Lag allerdings vielleicht auch daran, dass ich bei der Geburt noch keinen Schnurrbart hatte. Ja. Ja, mein Zweitname Josef. Ich hoffe, mir wird nicht dasselbe geschehen wie wohl dem bekanntesten Josef. Kriegt einfach ein Kind untergejubelt, ohne vorher Spaß zu haben. Ja, ich hoffe, ich werde in meinem weiterführenden Leben noch Spaß haben. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, ob ich mit der Krankheit überhaupt Geschlechtsverkehr haben kann. Und es hat sich herausgestellt, die kleine Raupe ist ein Schwellkörper, kein Muskel, also keine Sorge.
Ja, direkt danach habe ich mir ein Buch bestellt, das Kamasutra-Buch für Muskelerkrankte, auch genannt Koma-Sutra. Und ja, es gibt da ein paar lustige Seiten, beispielsweise das regungslose Eichhörnchen, den Auffahrunfall oder die Reiterstellung nach Christopher Reeve. Sollte es also irgendwann mit Comedy nicht mehr laufen, könnte ich immer noch Erotikdarsteller werden. Oder Beamter. Ich meine, ich muss jetzt schon aufpassen, dass ich mich nicht wund sitze. Aber Spaß beiseite, ich gehe noch zur Schule, ich muss jetzt noch die 9. Klasse fertig machen und auch die 10. Und ich gehe auf eine ganz normale Realschule mit all den Sachen, die eine normale Schule halt hat. Den Hausmeister, der kein Deutsch kann. Den Lehrer mit langen Haaren und einer Wandergitarre. Und die Mädchen umkleiden mit Gucklöchern. Auf der Schule habe ich auch den Schwimmunterricht mitgemacht. Und während die anderen nur ein Abzeichen bekommen haben, habe ich direkt 2 bekommen. Gut, Treibholz und Wahlscheiße. Ich habe auch den Sportunterricht mitgemacht. Es wurde mir dann allerdings zu viel, als der Völkerball dran kam. Es ist so ein bisschen wie Fortnite und Battlefield, nur offline. Und außerdem ist es so, in den Pausen bekommen die Schüler direkt schon Burnout, nur weil das Internet mal für 5 Minuten nicht da ist. Ich muss mich da zusammenreißen, denn Burnout wäre nicht gut für meine Reifen. Ich habe mir allerdings jetzt vorgenommen, das als Vorteil zu nutzen. Und ich habe mir jetzt eine Steckdose und einen WLAN-Router eingebaut. Okay, ohne Strom. Ich möchte nur ihren natürlichen Reflex ausnutzen. Ja, zum Schluss wollte ich noch sagen, ich wollte schon immer mal auf der Bühne sein. Und jetzt bin ich hier. Und ich habe einfach gesagt, komm, mich kann nichts aufhalten. Gut, bis auf Bordsteine. Aber ihr seht, jetzt bin ich hier und jeder sollte einfach das machen, worauf er Lust hat. Jeder sollte mal die Komfortzone verlassen. Und ja, jeder ist gleich, bis auf der Wendler. Dankeschön. Das ist so schön zu sehen, weil also du kommst hier einfach hin und stellst dich hier vor das Publikum und bist einfach witzig. Und das ist in der Comedy-Szene so selten geworden tatsächlich, weil viele Comedians mit irgendwelchen Schwachsinn im Kopf beschäftigt sind und auf Instagram unterwegs und wer ist geiler und diese ganze Ellbogen-Mentalität. Du bist einfach witzig und das ist macht alles andere so egal. Das ist unfassbar. Geil. Wie war jetzt dein erster Fernsehauftritt? Sehr nett, geiles Publikum und ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ich meine, jetzt hast du so viele Klicks auf YouTube und das ist so ein großes Ding geworden. Möchtest du damit auch irgendwas erreichen? Hast du irgendwas, auch ein Ziel mit deiner Kunst? Möchtest du auf Tour gehen? Möchtest du irgendwie? Klar, also ich habe natürlich Ziele. Das erste ist auf jeden Fall, mehr Insta-Follower zu bekommen. Ja, Mann. Und das zweite ist einfach, ich habe viele Ziele. Beispielsweise möchte ich einfach die Message rausbringen, sozusagen, dass jeder das machen möchte, worauf er Bock hat und jeder gleich ist. Und ja. Außer der Wendler, das hattest du ja schon gesagt. Ja. Also wir helfen dir auf jeden Fall schon mal mit Instagram. Hier ist der Link zu deiner Instagram-Seite. Geht da alle hin. Wir möchten Karl Josef zum nächsten Instagram-Star machen. Und du hast eine tolle Crowdfunding-Kampagne auch gestartet. Genau, also ich habe eine Crowdfunding-Kampagne. Und das ist so, dass ich ja weiterhin Comedy machen möchte. Und wenn das weiterhin gut ankommt, würde ich natürlich mich da freuen. Und die Sache ist nur, unser Auto, womit ich eigentlich zu den Shows fahre, gibt jetzt langsam den Geist auf. Und so ein barrierefreies Auto ist ganz schön teuer. Und
ich hoffe natürlich, mit den Spenden dann irgendwann ein barrierefreies Auto zu kaufen können. Ach so, dafür ist die Crowdfunding-Kampagne. Genau, und dazu das Geld, was überbleibt, möchte ich dann an Spenden, also sozusagen an die Forschung meiner Krankheit spenden, sodass alle anderen Betroffenen mit Muskeldystrophie auch was davon haben. Und ja. Das ist mit 14, also ich habe mit 14 Simpsons geguckt. Krass, dass du das jetzt mit 14 schon machst. Also, es geht darum, dass du erst durch die Crowdfunding-Kampagne, die blenden wir auch mal hier ein, durch die Crowdfunding-Kampagne geht es erstmal um das Auto, ein barrierefreies Auto, die sehr teuer sind. Und dann geht es um die Forschung. Ich finde es ja besser, wenn es andersrum ist. Ne? Also, dass du erst das Geld in die Du sagst ja immer, man soll immer das machen, worauf man Bock hat und was man selber will. Ne? Weißt du, worauf ich Bock habe? Ich habe Bock, dass das ganze Geld in die Forschung geht und ich gebe dir einfach ein Auto, ein barrierefreies Auto. Das ist dein neues Auto, Karl Josef. Das ist dein Auto. Dankeschön. Und wir haben die Kollegen von Mitsubishi gefragt. Das ist ein Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid. Und wir haben ihn nach all deinen Vorstellungen so umgebaut. Also er ist barrierefrei, der kann alles, das Ding kann sogar fliegen. Ein Transformer ist ein Scheiß gegen das Ding, was wir dir hingestellt haben. Und jetzt kann jeder Cent, den über deine Crowdfunding-Kampagne kommt, kann in die Forschung gehen. Dafür viel Spaß mit deiner Tour in deinem neuen Auto. Dankeschön. Danke, Mann. Geil, dass du hier warst. Check die Karre ab. Karl Josef!